Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und ja, endlich mal wieder ein Video von mir. Kein Livestream, kein Half-Life Alyx Livestream, sondern ein anderes Gameplay. Ich wurde angeschrieben, ob ich dieses Spiel hier testen möchte und habe natürlich direkt zugesagt. Also, wenn nette E-Mails kommen, um ein Spiel zu testen, mache ich das immer gerne. Und heute zocken wir zusammen Mercenaries VR. Und Mercenaries VR ist ein Arcade-Shooter, würde ich sagen. Man hat immer eine Deckung vor sich. Man spawnt an der Deckung und muss dann Gegner abknallen. Man kann sich wirklich links, rechts, oben, unten bewegen. Also mit dem Körper wirklich. Mit dem Charakter selber kann man leider nicht sich bewegen. Also man ist immer statisch an einer Deckung und muss dann halt immer von Deckung zur Deckung, also links, rechts kann man schon meistens, nicht an allen Deckungen, aber an den meisten kann man dann sich bewegen, also in Real Life bewegen. Kann ein bisschen sportlich sein. Die Gegner schießen echt teilweise echt gut. Also einmal kurz an der Deckung falsch rausgeguckt, schon hat man einen Kopfschuss und ist down. Also es hat mich am meisten erinnert an Dead and Buried, wer das nicht kennt. Dieses Oculus-Game, was damals rauskam, was echt ein cooler Shooter ist, fand ich. Also macht echt Bock. Im Koop macht es am meisten Bock. Man kann das PvP zocken und so weiter. Das fehlt mir leider bei Mercenaries VR total. Also sowas braucht ein Koop-Gameplay, sowas braucht auch einen PvP-Modus und vielleicht wird das auch noch nachgereicht, wer weiß. Und ja, es ist jetzt kein Mega-Game meiner Meinung nach, also ist relativ, ja, alles locker gehalten, also nachladen ist einfach Touchpad drücken, Magazin fällt raus, man nimmt sich mit der Hand ein neues, drückt's rein, man muss nicht nachladen oder sonst was. Die Texturen von den Waffen sehen jetzt auch nicht gerade so bombastisch aus. Also es ist einfach ja ein Fun-Game, sage ich mal. Also man hat eine Deckung, muss aufpassen, dass man nicht getroffen wird, hat seine Mission und kann die abarbeiten. Man kriegt in jeder Mission manchmal eine andere Waffe in die Hand. Und dann gibt es ein Sturmgewehr, was mir überhaupt nicht zugesagt hat. Also wenn man das mit zwei Händen festhält, also hat bei mir teilweise total gejittert. Also dass das ja, Kimme Korn zielen war gar nicht irgendwie möglich, meiner Meinung nach. Ich habe dann wirklich nach Gefühl geschossen, das ging auch. Also daran sieht man, dass es mehr so arcade-mäßig und keine Simulation. Und ob man so ein Game jetzt braucht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie teuer das Game jetzt wird. Es erscheint, gucken wir gleich, irgendwann im Mai. Und wenn es jetzt 5 Euro kostet, ist es vollkommen in Ordnung. Kann man sich mal kaufen, um ein bisschen Spaß zu haben. Ja, es gibt da so viele Games, die es besser machen, muss man leider sagen. Und ja, es will aber auch kein Pavlov oder sonst was sein. Also dieses Spiel will wirklich nur einem Spieler eine Deckung geben und dann hin und her sich bewegen, dass man auch so in Real Life sich bewegt. Also das ist jetzt nichts wirklich, wo man im Sitzen spielt. Also Sitzspieler brauchen das Spiel jetzt gar nicht zu probieren. Also das muss man wirklich im Stehen spielen, weil man sich auch bewegt. Man muss sich ducken, man kann sich hinstellen, links, rechts sich bewegen. Also ja, für Leute, die jetzt gerne im Sitzen spielen oder wirklich auch im Rollstuhl sitzen, für die ist das Spiel jetzt wirklich nichts. Also da muss man sich schon real life echt gut bewegen. Und da die Gegner auch echt gut schießen, ja, muss man da auch schnell sein. Ja, schauen wir uns einfach jetzt mal die Steam-Seite an und gucken uns mal vielleicht einen Trailer an. Und ja, dann geht's auch schon ins Gameplay. So, hier sind wir auf der Steam-Seite von Mercenaries VR. Und ja, schauen wir uns einfach mal hier ein bisschen den Trailer an. Das Spiel wird immer wie eine Simulation aufgebaut. Dieses Level habe ich auch im Gameplay drin. Also wirklich Musik habe ich jetzt im Spiel ein bisschen vermisst. Aber es ist auch eine Beta, das heißt, da kann noch sehr viel nachgereicht werden. Und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen, was da noch so kommt. Das zeigt jetzt wirklich nur so ein bisschen Gameplay. Das seht ihr gleich auch bei meinem Spiel. Also, benötigt eines der folgenden Headsets. HTC Vive, Oculus Rift oder Valve Index. Also, die drei werden unterstützt. VMR-Brillen werden jetzt nicht unterstützt. Kann ich aber auch leider nicht testen. Ich habe keine VMR-Brille. Und sonst hätte ich das auch mal getestet.
Ja, geplantes Veröffentlichungsdatum, wie ich eben schon gesagt habe, irgendwann im Mai jetzt. Weiß ich jetzt auch nicht, habe ich auch keine Informationen zu bekommen. Und hier steht es auch stehend, raumfüllend, also ne, nicht für Sitzspieler geeignet. Ja, Oberfläche ist in Deutsch, Englisch, Russisch. Braucht man aber jetzt nicht wirklich. Also da steht jetzt, Simulation wird gestartet, wird gestoppt. Du hast die Mission erfüllt, also mehr muss man da jetzt auch nicht wissen. Ja, das war es eigentlich schon so im Groben. Und ich würde sagen, wir gehen einfach ins Gameplay, schaut das Gameplay an und wenn euch gefällt, könnt ihr euch das Spiel ja auf die Liste setzen. Und ich bin gespannt, was es kosten wird. Lasst uns einfach überraschen und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Gameplay. So, willkommen bei Mercenaries VR. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und ja, hier sind wir im Hauptmenü. Hier sehen wir überall andere Soldaten, die in ihre Simulation gehen. Also das ganze Spiel ist so aufgebaut, dass es einfach nur eine Simulation sein soll. Und ja, hier ist ein Tutorial, das überspringen wir aber. Das ist nicht so wirklich der Burner, sage ich mal. Gehen wir aber mal ganz kurz in die Einstellungen. Es ist nicht viel, was man hier einstellen kann. Ich kann hier den Raum einschalten. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt seht. Dann ist unser Spielbereich markiert. Finde ich blöd, möchte ich abschalten. Dann haben wir hier HDR. Ne? Kann man ein- und ausschalten. Blumen, Qualität und Vibration eingeschaltet. Lasse ich auch so. Sprache können wir noch ändern. Können wir mal kurz gucken. Deutsch, Englisch. Und Russisch, denke ich mal. So, Missionen. Gehen wir mal in die erste Mission, Lager. So, Leute, hier sind wir im Spiel. Und es geht gleich erstmal ein Timer runter. Von 5, genau. Und dann beginnt das Spiel, dann tauchen irgendwo Gegner auf. Die Waffen sind sehr arcadehaltig. Nachladen, Touchpanel, Magazin ausschmeißen. Einfach wieder rein und man braucht halt nicht irgendwie durchziehen oder so, durchladen. Jetzt müssen wir mal schauen. Okay, wir wurden auch gerade schon getroffen. Noch ein Gegner. Jetzt können wir mal direkt gut zielen oder versuchen zu zielen. Immer gut nachladen. Den haben wir auch. Da haben wir noch einen mit einem Gewehr jetzt. Müssen wir echt ehrlich aufpassen. Bis dahin. Komm. Komm. Jawohl, den haben wir. Da kommt. Da habt ihr keinen Bock mehr, ne? Oder? Contact! Da ist noch einer. Mal ein bisschen Deckung gehen hier. Jetzt probiere ich mal. Ich weiß nicht, ob ich dann aus dem Kamerabild raus bin. Sollten wir geschafft haben, oder? Okay, ein böser Bube ist noch da. Da rechts ist er. Und ballern lassen. Komm. Zeig dich. Leh nach. Ich auch. Ja, Simulation soll man hier nicht erwarten. Einfach nur Arcade, Ballerei. Den haben wir gekriegt. Das war's aber jetzt, oder? Mission erfüllt. Dann gehen wir zur nächsten. Schade auch, dass man wirklich nicht die Waffe mit zwei Händen ruhiger halten kann. Den haben wir gekriegt.
Ist noch einer? Oh ja, oh da, da. Komm. Weiß nicht, woher der andere Schuss kam da. Da muss noch einer sein. Jetzt habe ich einen Feuerlöcher getroffen. Komm. Da ist noch einer, okay. Granaten fehlen hier noch. Gut, dass man das relativ gut hört, wenn die von links kommen. Also hinten links. Dank den Valve Index Kopfhörern. Okay, Mission erfüllt. Die nächste Mission. Level über. Wow. Okay. Den da oben kriegen wir direkt. Okay. Haben wir? Nachladen. Contact! Contact, wo? Okay, da hinten. Wenn die Hand rot wird, zählt's nicht mehr. Kann man nicht schießen. Okay, den haben wir direkt einen Kopfschuss gegeben. Also hier das Level sieht jetzt nicht so toll aus wie gerade Lagerraum und so. Nochmal nachladen. Der ist fies, der Gegner. Beim Probespielen hat er mich schon oft erwischt, da an dieser Stelle der. Die haben mich gleich. Komm. Was ist denn jetzt? Ja. Contact! Oh, da hat er mich erwischt. Dritter Versuch. Was ist unsere Geisel? Die darf nicht kaputt gehen. Ha! Der war aber ganz schnell. Ganz schnell erwischt. Ha! Ein bisschen offensiver hier an die Sache ranging, glaube ich. Ja, da. What the fuck, ey? Nächstes Level. So, hier ist unser automatisches Gewehr. Wenn das Spiel jetzt angefangen hat, kann ich das natürlich hier halten. Aber das zittert teilweise so heftig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also wenn ich zielen möchte. Da. Das jittert so heftig und ich mache jetzt nicht irgendwie ja, wackeln mit meinen Händen die ganze Zeit so. Das ist schon das ist ziemlich nervig. Aber ist auch noch eine Beta. Kann noch besser werden. Contact!
Von hier aus kommen die auch schon mal. Aber das hört man dann auch relativ gut. Von da auch. Der muss überleben. Contact! Okay, cover me. Der hat überlebt, auch wenn er eine Schusswunde hat. Der Kollege. Was spielst du denn für eine Rolle? Ja, wie die wegfliegen, ist natürlich auch ein bisschen... bisschen blöd. Contact! Ich dachte, der kommt von da. Ah, haben wir ihn doch noch erwischt? Mission erfüllt. Yes. Soll doch kein mega langes Gameplay werden. Ein bisschen will ich euch was zeigen. Ja, nach Half-Life Alyx ist das natürlich, ist jedes Spiel irgendwie schlecht. Und das ist natürlich jetzt hier auch wieder einfach nur so ein Game, wo man halt sich überhaupt nicht bewegen, also bewegen muss schon in Real Life, aber jetzt halt nicht hier rumlaufen kann oder so. Und schon kaputt. Okay, neuer Versuch. Vielleicht muss ich mich hier hinlegen, damit ich das schaffe. Kann ich von... So, ein bisschen Bewegung braucht man hier schon. Ich weiß gar nicht, ob ich aus dem Kamerabild raus bin. An der Ecke ist auf jeden Fall einer. Ha. Jetzt habe ich ihn doch. Miese Kerl. Wow, guter Schuss. Wie halten die Deckung? Was machen die denn da? Fiese Sachen. Oh, der hat mich direkt gekriegt wieder. Fuck! Neuer Versuch. Ansonsten versuchen wir das Hotel nochmal. So, auf jeden Fall war es besser, als ich hier wirklich überall mal hingegangen bin. Lass mal gucken, ob der da ankommt. Okay, doch. Was der macht hier. Da ist der noch, oder? Okay. Was ist der nächste? Oh, die schießen echt so gut. Ah, mein Kollege auch. Habe ich den jetzt blind getroffen? Immer umschießen hier den Mülleimer. Nervt. Blind schießen bringt echt was? Wow.
Habt ihr schon genug? Da geht eine miese Ratte, aber wird aufgepasst. Super, Junge. Dich nehme ich bei der nächsten Mission auch mit. Okay. Halten wir uns hier so ein bisschen auf. Kimme Korn mit dem Ding ist echt schwierig. Okay, den habe ich noch gekriegt. Warum steht da, Polizisten müssen überleben? Hier ist kein anderer Polizist. Ah, ich wollte gerade zurück, weil ich wusste, der schießt direkt. Puh. Aber teilweise sind die echt hardcore. Boah, das müssen wir noch schaffen hier. Das. Der hat auch gelacht. Kann man die Sprinkleranlage auch anschießen? Probiere ich jetzt mal. Ah, geht sogar. Oh, da schießt einer. Den muss man ja direkt kriegen, weil man kann. Oder kann ich hier nochmal vorbei? Ja, kann ich auch. Okay. Ja. Also wenn der Raum das hergibt. Also hier habe ich nicht mehr viel Platz. Aber ein bisschen kann man hier drumherum. Ja, ein bisschen Bewegung wär echt nicht schlecht. Über Thumbstick. Mal schauen, ob ich gleich noch ein anderes Level laden kann. Weil ich habe ja schon ein bisschen was geschafft. Wenn wir das jetzt hier nicht packen. Da kommt jetzt einer. 100 Pro. Ne. Da geht wieder einer rein. Komm. Wo? Hatte sich hinter so ein Papierteil versteckt. Die Lusche. Ich sag wo? Incoming! Von wo? Ey, really? Okay. So, komm. So, zum allerletzten Mal machen wir die und dann hören wir auf. So. Let's get ready to rumble. Mach mal so. Böse, da oben ist auch einer. Okay, haben wir auch. Bleib sitzen. Ja, okay.
Ich schieß mal wie ein Gangster jetzt hier. Boah, Leute, Todesschuss. Von wo, von wo? Oh, ganz oben? Contact! Den oben kriegen. Den musst du kriegen! Okay, den haben wir. Ich will das Level jetzt hier schaffen. Hallo? Da ist einer, okay. Da oben. John Wick ist ein Scheißdreck gegen mich. Yes! Geil, jetzt können wir sogar noch eine Mission zeigen. Sonst hätte ich ja immer wieder das gleiche spielen müssen. Das wäre blöd gewesen. Okay. Das sieht doch auch schon mal interessant aus. Von da kommt bestimmt immer mal wieder was. Und von da bin ich mir nicht sicher. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Boah, ich komme hier von überall. Das ist ja böse. Wow. Cool wäre, wenn man die Waffen von denen auch noch kriegen könnte. Jetzt falle ich hier fast noch hin. Na komm. Sorry. Bewegung nicht so ganz toll. Muss man echt jetzt überall gucken. Na, hat der Sprung nichts genützt, ne? Okay, erfüllt. Schauen wir mal, was wir sonst noch freigeschaltet haben. Ich bin ja froh, dass wir überhaupt noch Hotel gemacht haben, sonst könnten wir das jetzt gar nicht hier zeigen. Wenn wir hinten rumlaufen, dann können wir uns noch hinstellen. Gleich müssen wir uns aber in Deckung begeben. Und? Okay, jetzt habe ich gedacht, mit Dauerfeuer kriege ich den. Ja, hören wir jetzt auf hier, glaube ich. Okay, Leute, das war's von Mercenaries VR und ja, meine Einschätzung, also ich weiß nicht, ob man dieses Spiel braucht. Es ist definitiv so gewollt, dass man nur eine Deckung hat und ja, sich hin und her bewegen muss, auch wirklich im Raum sich bewegen muss, mal hinlegen und mal ducken und hast du nicht gesehen.
Aber ja, ich finde es zum Beispiel nett, wenn man sowas schon macht, so Spiele, dass man über Teleport zum Beispiel sich zu anderen Deckungen transportieren kann oder teleportieren kann und von da aus dann einen anderen Blickwinkel aufs Spiel hat und so weiter und so fort. Und da kann man mit Sicherheit auch andere Sachen noch einbauen, dass es nicht so statisch ist. Und ja, ich weiß nicht, wie viel das Spiel am Ende kostet. Ich sag mal, wenn es jetzt 5 Euro kostet, okay, kann man mal machen. Und ja, dafür hat man mit Sicherheit auch ein bisschen Spaß. Aber darüber hinaus würde ich jetzt sagen, das, was ich jetzt vom Inhalt hier gesehen habe, wird schwer, mehr dafür zu verlangen. Auch wenn es echt nicht so übelst gemacht ist. Also macht schon Spaß hinter den Deckungen her. Hat mich jetzt an Dead and Buried erinnert. Da musste man sich ja auch wirklich früher immer hinlegen und hinter den Deckungen hervorkriechen und dann schießen und so weiter. Aber das Waffenhandling hat mir jetzt hier nicht so gut gefallen wie zum Beispiel bei Dead and Buried. Besonders das Sturmgewehr hier, also das zittert so dermaßen und macht keinen Spaß damit zu zielen. Pistolen sind ganz in Ordnung. Manche Level sehen ganz gut aus, fand ich, also von den Texturen her. Dieses Hotel-Level war jetzt nicht so der Mega-Burner, aber ansonsten recht nett gemacht, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, was hier noch alles kommt, ne? wie die Maps jetzt aussehen. Ich fände es cool, wenn man eine Testversion bekommt, dass hier auch schon alles freigeschaltet ist. Wäre natürlich auch cool für Leute, die extra Videos machen. Und dann kann man auch ein bisschen mehr zeigen, um das, ohne das jetzt unbedingt freischalten zu müssen. Naja, und Koop wäre ja auch wieder nice. Und ja, das war es eigentlich von meiner Seite aus. Wie gesagt, mein Spiel ist es jetzt nicht. Also ich muss jetzt sagen, es ist nicht ein Titel, wo ich sage, boah, den muss ich jetzt unbedingt haben. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, ist nur meine Einschätzung. Und ja. Ich danke euch natürlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen. Tut nicht weh, kostet nichts und hilft mir, endlich mal jetzt auf die 1000 zu kommen. Ja, das ist immer noch mein Ziel, auch wenn es ein bisschen eingeschlafen ist. Aber das wird jetzt wieder reaktiviert, das Ziel. Also immer schön Abo-Button drücken und unterstützt meine Arbeit so damit ein bisschen. Okay, Leute. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.